wagen wir ein genauer Blick auf der 709. Bodenständische Infanteriedivision. Hier sehen wir den Alltag des Soldaten. Das Leben im Feldlager ist aus Schwerarbeit und Kameradenschaft. Vielen Soldaten aus dem 709. kommt aus dem Ostland. Hier ist ein Kossack und er zeigt uns seinen traditionellen Kampfstil. Was für ein mächtiger Krieger. Das Leben des deutschen Soldaten ist ein gutes Leben. Die Italiener und Russische denkt auch so. Aber lassen Sie sich nicht tauschen. Der deutsche Soldat ist immer bereit für den Kampf. In einem Moment können Sie aufsteigen und ins Kampf fahren. Hier ist ein Packstellung. Es ist ein perfekt Verteidigen gegen alliierten Panzers. Der Gruppenführer sieht etwas in der Ferne. Feindlicher Panzer. Er wusste, was er muss tun. Und er wartet auf den perfekten Moment. Geschossen, aber sie mussten schnell laden. Sie sind noch auf dem Jagd. Sie geht schnell. Und der Gruppenführer beurteilt die Situation. Und er findet sein nächstes Ziel. Ein guter Schuss, aber die Alliierten schießen zurück. Das ist nicht genug. Unsere Packs sind stark und die Schermen sind schwach. Hier ist ein alliierter M4-Schermen. Es gibt tausende Schermen jeden Tag, die die Alliierten werfen gegen uns zu verteidigen. Und jeden Tag die Alliierten verloren tausende Schermen. Unsere Packs sind so stark. Unsere Verteidigen sind so stark. Wie hier, auf diesen Infanterieangriff. Die Alliierten werfen tausende Soldaten gegen uns und unsere mächtigen Panzergrenadier kämpfen zurück. Die unerfahrenen amerikanischen Soldaten hatten keine Chance. Unsere Reich werden siegen.